Balthus hat Thérèse auch in diesem Doppelporträt gemeinsam mit ihrem Bruder Hubert dargestellt. Das Werk trägt den Titel Les Enfants Blanchards. Er hat hier diese für Kinder typischen Körperhaltungen dargestellt. Dieses Mädchen, das am Boden kniet und in diesem Buch liest, während ihr Bruder gelangweilt in die Leere starrt und seinen Kopf auf dem Tisch abstützt und darauf zu warten scheint, dass die Zeit vergeht. Dieses Werk wurde 1941 von Picasso gekauft. Er hat es in späterer Folge nach seinem Tod mit dem Rest seiner Privatsammlung dem Louvre geschenkt. Deswegen sagt man, dass Balthus schlussendlich der erste lebende Künstler war, der im Louvre gelandet ist. In diesem Werk sind für Balthus typische Körperhaltungen festgehalten. Einerseits dieses Motiv des auf allen vieren knienden Mädchens, das immer wieder in anderen Werken auch zitiert und variiert wird. Dieses langgestreckte Bein und dieser abgestützte Oberkörper ist ein Motiv, das man auch in La Partie de Cartes wiederfindet, in dieser männlichen Figur, die sich auf dem Tisch abstützt. Ein Werk also oder ein Motiv, das Balthus innerhalb von 10 Jahren mehrmals thematisiert.